Volles Haus beim traditionellen Neujahrsempfang mit Benefizkonzert der Volksbank Baden-Baden-Rastatt. Mehr als 1000 Gäste konnte die Genossenschaftsbank im Benersee-Saal des Baden-Badener Kurhauses begrüßen und auf ein ganz besonderes Jahr anstoßen. Denn die Volksbank feiert in 2017 ihren 150. Geburtstag. In seiner Ansprache rief Vorstandsvorsitzender Thomas Pörings dazu auf, sich der eigenen Stärken und Werte bewusst zu sein und auf dieser Basis die Herausforderungen der Zeit anzupacken. Pörings machte deutlich, dass die Volksbank wirtschaftlich solide aufgestellt ist und auch im zurückliegenden Jahr weitere Marktanteile in der Region hinzugewonnen hat. Die Genossenschaftsbank nutzte auch in diesem Jahr den feierlichen Rahmen des Neujahrsempfangs, um die Erträge aus der eigenen Volksbankstiftung zu überreichen. Mit insgesamt 45.000 Euro werden 9 beeindruckende Projekte gefördert. Die Kindergruppe Löwenherz der Rastatter Aktion Frauen helfen Frauen und Mädchen gehört zu den Begünstigten. Ebenso wie der Kreisseniorenrat Rastatt, der mit der Anschaffung von 2 Simulationsanzügen bei jungen Menschen Verständnis für die körperlichen Beeinträchtigungen alter Menschen wecken möchte. Die Karlsschule Rastatt erhielt Mittel für ihr Projekt Schule 2000 und die Stauffenberger Bürger können in ihre Gemeinschaftshütte eine Küche einbauen. Die Flüchtlingshilfe Sinsheim bekam Geld zur Anschaffung von Lehr- und Lernmaterial für den Deutschunterricht und der mittelbadische Sängerkreis will erbrachte Leistungen mit einem neu eingeführten Leistungsabzeichen honorieren. Das Albert-Schweitzer-Gymnasium kann sich mit der Praxis der Robotertechnik vertraut machen und im Theresienheim Lichtental übernimmt demnächst der Clown-Doktor die Visite. Schließlich wurde gemeinsam mit der Grenke-Stiftung ein Transporter für das Frauen- und Kinderschutzhaus finanziert. Eine respektable Förderbilanz, die der Saal mit anhaltendem Beifall begrüßte. Darüber hinaus konnten sich 3 weitere Institutionen über rund 21.000 Euro freuen. Die Eintrittsgelder zum Konzert sowie weitere zahlreiche Spenden gab die Volksbank an das evangelische Mädchenheim Gernsbach, die Seniorenhilfe Rastatt und das Aktionskomitee Kind im Krankenhaus weiter. Somit wurde beim Neujahrsempfang der Volksbank ehrenamtliche Arbeit mit insgesamt 66.000 Euro gefördert. Im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs stand das Benefizkonzert der Philharmonie Baden-Baden. Dirigentin Judith Kubitz hatte ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm auf höchstem Niveau für die Volksbankgäste vorbereitet.